Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Allgäu TV Nachrichten an Fronleichnam. Diese Themen haben wir heute für Sie im Programm. Blumen, Prozessionen, Weihrauch. Impressionen zu Fronleichnam aus Wasserburg und Immenstadt. Von Bruchlandung bis Höhenflug. 10 Jahre Allgäu Airport in Memminger Berg. Und was heißt denn das? Eine neue Folge des Allgäu TV Dialekträtsels. Was an Weihnachten gefeiert wird, wissen wir alle. Die Geburt Jesu Christi. Den Sinn des Osterfests kennen auch noch relativ viele. Die Kreuzigung Christi und die Auferstehung. Bei Pfingsten wird es schon schwieriger. Da gedenkt man des Heiligen Geistes, der den Jüngern erschienen ist. Ja, und heute? Heute ist ja Fronleichnam und das ist das letzte der katholischen Frühlingsfeste. Aber worum geht's da eigentlich? Das zeigen wir Ihnen jetzt. Wir waren nämlich bei einer Fronleichnamsprozession in Wasserburg dabei. Viel Arbeit haben sich die Freiwilligen in Wasserburg für diesen besonderen christlichen Feiertag gemacht. Schon heute Morgen um 5 waren sie hier und haben mit dem Aufbau des Blumenteppichs angefangen. Jetzt, eine Stunde vor dem Festgottesdienst zu Fronleichnam, erledigen sie noch letzte Feinheiten. Schon seit 8 Jahren hilft Susanne Gutensohn mit und seit 5 Jahren organisiert sie alles rund um den Blumenschmuck. Anfangen tut es im Grunde immer am Dienstagabend schon, dann tun wir Binsen zupfen. Das sind hier die außen rumliegen, wo diese weißen Spitzen haben. Und am Mittwochabend treffen wir uns dann immer in der Schule. Da machen wir das Motiv selber dann. Das wird auf eine Holzplatte aufgezeichnet und dann wird dieses Grundmotiv mal geklebt und gemalt und mit Kleister die Blumen alles fixiert. Und dann kommen auch schon die ersten Gottesdienstbesucher und viele loben den Blumenteppich vor dem Altar. Denn jedes Jahr entwerfen die Helferinnen und Helfer ein neues Motiv. Hier im Freien hält auch Pfarrer Ralf Gürer den Festgottesdienst für seine Gemeinde. Die Christen feiern an Fronleichnam das Abendmahl. Eigentlich wäre der Festtag der Gründonnerstag, denn an diesem Tag feierte Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Doch am gleichen Abend wurde Jesus verhaftet und einen Tag später gekreuzigt. Also kein Grund zum Feiern. Dass einem Großteil der Bevölkerung diese Hintergründe unbekannt sind, verwundert Pfarrer Gürer nicht. Wenn wir die Interviews hören zu den großen Feiertagen, was Weihnachten und was Ostern ist, wenn das schon nicht mehr in der Bevölkerung drin ist, wie soll dann Fronleichnam, der es noch einen sperrigen Namen dazu hat, einen mittelalterlichen, wo es um den Leib des Herrn geht, das ist mir eigentlich ganz klar, dass das kaum mehr verstanden wird. Schon allein diesen christlichen Feiertag wieder bekannter zu machen, wäre ein guter Grund für eine Prozession. Doch die Christen ziehen durch die Straßen der Städte und Gemeinden, um das Allerheiligste in das Leben der Gläubigen zu bringen. Das Allerheiligste, das ist das Brot und der Wein, in denen Jesus Christus anwesend ist. Die Gaben befinden sich während der Prozession in der Monstranz. Eine große Monstranz. Wir haben hier in Wasserburg ganz großartige von den Fuggern gestiftete Monstranzen. Die kann natürlich nicht jedermann stiften zur Verehrung. Aber eine Blume bringen und damit seine Verehrung und seine Dankbarkeit zeigen, das kann jeder. Und darum die vielen Blumen, weil wir einfach nicht jeder eine Monstranz, ist ja auch blöd, schenken können, sondern einfach wir zeigen unsere Verehrung und unsere Sympathie dem Allerheiligsten. Auf dem Weg durch Wasserburg läuft die Prozession verschiedene Altäre an. Traditionell sind es 4 Stück. Bei den Christen steht die 4 für alles Weltliche, was auch ein Sinnbild ist. Das Allerheiligste geht raus in die Welt zu den Menschen, bevor es am Ende zurück in die Kirche St. Georg gebracht wird. Wie an so vielen Orten, an diesem besonderen Tag im Allgäu. Und eben auch in Immenstadt wurde heute Fronleichnam gefeiert und zwar auf eine besondere Art und Weise. Dort wurde der Gottesdienst nämlich nicht in einer Kirche abgehalten, sondern direkt am Ufer des Alpsees. Und auch für die Prozession, bei der ja viele Gläubige mit einer festlichen Monstranz durch die Städte und Dörfer ziehen, haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes ausgedacht. Es geht darum, dass wir das feiern, was wir eigentlich in jeder Messe, das heißt jeden Sonntag feiern. Jesus schenkt sich uns in der Eucharistie, in Brot und Wein.
Und was halt so jeden Sonntag ist, da ist immer auch in der Gefahr, dass ein bisschen Routine einkommt. Und dieses Fest möchte uns bewusst einmal dieses Geheimnis des Glaubens vor Augen führen, möchte bewusst zeigen, dass Jesus wichtig ist, dass wir das, ja, uns ein großes Geschenk gemacht wird. Und damit uns das halt nicht verloren geht, nicht einfach so dahin plätschert, versuche ich zu sagen, müssen wir es einmal herausheben. Es geht ja für mich, einfach ein Leichnam, auch darum, dass wir zeigen, Jesus ist nicht bloß in der Kirche bei uns, sondern auch da, wo wir leben, wo wir wohnen, wo sich das Leben für uns abspielt. Und es ist in Bühl eben der See. Und ja, und so wollten wir den mit einbeziehen und dass wir Jesus eben auch mitnehmen auf das Schiff, das so wichtig ist hier in Bühl und am See. Ja, was hier halt möglich ist, und in vielen Vereinen gibt es halt nicht den See und auch nicht das große Schiff, wo man mit mehreren Leuten draufgehen kann. Ich lebe immer, aber am Geburtstag feiern wir mal besonders. Und so ist das eben auch ein besonderer Tag, wo das in Vordergrund, noch mehr in Vordergrund gerückt wird. Ja, und heute an Frohen Leichnam hatten wir bis nachmittags wirklich tolles Wetter mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 28 Grad. Doch Vorsicht, lassen Sie bei diesem Wetter niemals Kinder und Tiere im Auto sitzen. Davor warnt jetzt erneut die Polizei. Klar, dass das gefährlich ist, ist bekannt, kommt laut Polizei aber leider immer wieder vor. Nur kurz zum Bäcker gehen oder schnell etwas einkaufen kann nämlich schon für Mensch und Tier lebensgefährlich werden. Bei einer Außentemperatur von ungefähr 28 Grad, also so wie heute, steigt die Temperatur im Auto schon nach 10 Minuten auf 35 Grad und nach nur einer halben Stunde herrscht im Auto eine Hitze von 44 Grad. Und das kann schon lebensgefährlich sein. Übrigens sollten Sie an einem heißen Tag ein Kind oder ein Tier in einem geschlossenen Auto beobachten, dürfen Sie im Rahmen der Nothilfe die Scheibe einschlagen oder Polizei und Rettungskräfte rufen, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit den Nachrichten und Meldungen aus der Region in Allgäu TV Kompakt. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich! Jahrelang litt ich an Schmerzen in den Lenken und im Rücken. Einfache Dinge waren für mich eine Qual. Dann habe ich Rubax Gelenknahrung entdeckt. Rubax Gelenknahrung ist ein einzigartiger Mikronährstoffkomplex, der Ihre Gelenke, Knorpel und Knochen mit der richtigen Nahrung versorgt. Seitdem kann ich mich wieder schmerzfrei bewegen. Ich trinke meine Gelenke einfach gesund. Rubax Gelenknahrung, jetzt neu mit Bioperin. Von Heiligen, Handwerkern und Altären. Leuchtendes Mittelalter. Jetzt im Alpinmuseum Kempten. Bei Hornhaut empfehle ich die Hornhaut-Reduziercreme. Die Nummer 1 aus der Apotheke von Allgäuer Latschenkiefer. Sie reduziert die Hornhaut innerhalb weniger Tage. Beugt Rissen vor und verhindert so das Eindringen schädlicher Bakterien. Meine Kunden sind auch überzeugt. Ich habe da was, was wirklich funktioniert. Die Hornhaut-Reduziercreme in Ihrer Apotheke. Familie und Co. Das Familienmagazin mit Themen rund um Kind, Familie, Erziehung und Ausbildung. Ab sofort bei Allgäu TV Tipps und Trends. Jeden Dienstag um 19.45 Uhr. Kannst du es hören? Es spricht mit dir, mit deinem Körper. Es spricht deine Selbstheilungskräfte an. Das einmalige Gasteiner Thermalwasser. Natürlich angereichert mit Radon. Einzigartig in seiner Heilkraft. Aufladen. Aufleben, Gastein. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen.
Die Griesti-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter griesti.de/shop oder unter 0831 206 190. Griesti.de, meine Heimat online. Die Meldungen von Donnerstag, dem 15. Juni 2017. Bei einem Unfall in einer Kletterhalle in Mindelheim sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 37-jähriger Mann rutschte beim Klettern aus bislang ungeklärter Ursache ab und fiel ungebremst aus 12 Metern in die Tiefe. Der Kletterer wurde durch den Sturz schwer verletzt. Die 38-jährige Frau, die den Mann sicherte, konnte den Sturz nicht verhindern. Sie wurde ebenfalls dadurch verletzt. Beide Verletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache und der genaue Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Die alpine Einsatzgruppe der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Heute Vormittag ist es zwischen Fellheim und Heimertingen im Landkreis Unterallgäu zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Der Motorradfahrer wollte wohl einen Stau auf der A7 umfahren. Auch auf der Nebenstraße Richtung Heimertingen staute sich der Verkehr wegen einer Fronleichnamsprozession. Der Motorradfahrer überholte die stehenden Autos und fuhr ungebremst in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Mann verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ulm geflogen. Der beteiligte Autofahrer kam mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Jochpass bei Bad Hindelang ist ein Auto in Flammen aufgegangen. Ein Fahrlehrer und sein Fahrschüler waren während einer Überlandfahrt mit Anhänger auf der Jochpassstraße unterwegs, als das Auto plötzlich stark an Leistung verlor. Der Fahrschüler lenkte das Fahrzeug sofort an den Fahrbahnrand. Dort begann das Auto zu brennen. Die gerufenen Feuerwehren aus Bad Hindelang und Oberjoch konnten das Fahrzeug aber schnell löschen. Dem Fahrlehrer und seinem Schüler ist nichts passiert. Es entstand ein Sachschaden von über 25.000 Euro. Die Passstraße musste in beiden Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Am morgigen Freitag startet die 67. Ausgabe der Segelregatta rundum am Bodensee. Laut Veranstalter haben sich über 330 Segelboote vom einfachen Kielboot bis zum Hightech-Katamaran angemeldet. Die Teilnehmer haben 24 Stunden Zeit, die über 100 Kilometer lange Strecke zurückzulegen. Gefahren wird ab Lindau über Romanshorn, Eichhorn, Überlingen und Meersburg und wieder zurück nach Lindau. Die Langstreckenregatta gilt als die größte Sportveranstaltung am Bodensee und wird seit 1951 ausgerichtet. In Bleichach ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Ein Ehepaar war mit seinen Fahrrädern von Gunzestried aus in Richtung Scheidwang-Alpe unterwegs. An einer unübersichtlichen Stelle kam den Radfahrern ein dunkler Geländewagen mit erhöhter Geschwindigkeit entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, mussten die Radfahrer ausweichen. Dabei stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei Immenstadt sucht jetzt nach dem Fahrer des dunklen Geländewagens oder nach eventuellen Zeugen. Die werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Immenstadt zu melden. Die Bahn sieht sich bei den Bauarbeiten in Lindau im Zeitplan. Zwar werden diverse Starts von Bauprojekten vom Eisenbahnbundesamt nicht so genehmigt wie erhofft. Durch Bündelung mehrerer Anträge will die Bahn jedoch im gesteckten Zeitrahmen bleiben. Die Unterführung am Langen Weg soll im Mai 2018 fertig sein. Für die meisten Bauprojekte plant die Bahn die Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2020. Das gilt vor allem für den neuen Bahnhof in Reutin und die Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Zürich über Lindau. Nach dem heftigen Frost im April gehen die Obstbauern am Bodensee davon aus, dass sie in diesem Jahr nur etwa ein Drittel der üblichen Ernte einfahren können. Diese Zwischenbilanz fällt allerdings etwas besser aus als vermutet. Die Bäume tragen inzwischen doch mehr Äpfel als bisher befürchtet. Man sei mit zwei blauen Augen davongekommen, heißt es von der Vereinigung der Lindauer Obstbauern. Die Bodensee-Obstbauern hatten mit Ernteausfällen von bis zu 90% gerechnet. Ob es eventuelle Ausgleichszahlungen vom Freistaat für die betroffenen Landwirte gibt, soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden. Musik.
Für die Damen-Football-Mannschaft der Allgäu Comets gab es beim ersten Spiel der Vereinsgeschichte nichts zu holen. Gegen die Damenmannschaft der Munich Cowboys gab es eine deutliche 6:80 Niederlage. Damit geht es den Frauen nicht viel anders als ihren männlichen Kollegen. Auch die Bundesligisten konnten mit einem Sieg in 6 Partien nicht überzeugen. Das soll sich am kommenden Samstag ändern. Da müssen die Allgäu Comets gegen die Stuttgart Scorpions ran. Auch die konnten bisher erst ein Spiel gewinnen. Der Dreiländermarathon am Bodensee soll für Zuschauer spannender und für die Läufer entspannter werden. Das hat der Veranstalter jetzt mitgeteilt. Erreicht werden soll das durch den um 45 Minuten nach hinten verschobenen Start der Marathonis. Diese starten jetzt um 10.30 Uhr im Lindauer Hafen. Viertel- und Halbmarathonläufer starten wie gewohnt um 10:45 Uhr. Damit soll erreicht werden, dass erst die Viertel- und Halbmarathonläufer und erst danach die Marathonläufer im Ziel in Bregenz ankommen. So soll verhindert werden, dass sich Läufer verschiedener Distanzen in die Quere kommen. Außerdem sollen so nahtlos Läufer für die Zuschauer zu sehen sein. Das waren die Kurznachrichten von heute. Jetzt noch der Blick auf das Wetter. Vorab aber noch ein kleiner Hinweis. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren lokalen Unwettern im Allgäu. Die Warnung gilt noch bis heute Nacht. Wie das Wetter sonst so wird, sehen Sie jetzt. Kaiserwetter, präsentiert von Insektenschutz Kaiser. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß, für Türen, Fenster und Lichtschächte. Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad und dichte Bewölkung erwarten uns in der Nacht. In weiten Teilen des Sendegebietes kommt es zu Regenschauern und zu letzten Gewittern. Nur im nördlichen Ostallgäu bleibt es trocken. Am Freitagvormittag wird es zunächst im ganzen Allgäu bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen steigen in Teilen des Oberallgäus auf 20, sonst auf höchstens 18 Grad. Es wird schwacher bis mäßiger Wind. Der schafft es aber immerhin, einen Teil der Wolken zu vertreiben. Am Nachmittag lässt dann auch der Regen nach und die Temperaturen steigen leicht an. In den Bergen bleibt es hingegen regnerisch und bewölkt. Aber richtig kalt wird es auch dort nicht. 11 Grad werden auf dem Nebelhorn und 19 Grad am Gründen erreicht. Zum Wochenende hin wird es wieder schöner. Bei 18 Grad und leichter Bewölkung am Samstag und wolkenlosem Himmel am Sonntag und 20 Grad steht Ausflügen vom Unterallgäu bis zum Bodensee nichts im Wege. Die neue Woche startet ebenfalls wolkenlos und noch wärmer. Militärflughafen Fliegerhorst Allgäu Airport. Das Fluggelände in Memminger Berg hat eine bewegte Vergangenheit. Seit nun schon 10 Jahren ist dort der 3. bayerische Passagierflughafen neben Nürnberg und München. Um als Flugziel attraktiv zu wirken, nennt man Memmingen auch gern mal München West. Doch wirtschaftlich gesehen flog beim Memminger Flughafen hauptsächlich das Geld und zwar aus dem Fenster. Wirtschaftlich rentabel war der Allgäu Airport nämlich lange Zeit nicht. Mittlerweile arbeiten rund 1500 Menschen am und um den Flughafen und die Zahlen werden langsam fast schwarz. Alle Entwicklungen in und um den Allgäu Airport hat mein Kollege Matthew Schöne-Schön für Sie zusammengefasst. Der Allgäu Airport Memmingen. Der heißt zwar so, liegt aber eigentlich ein paar Kilometer neben der kreisfreien Stadt in der Gemeinde Memminger Berg. Seit 10 Jahren fliegen nun schon Allgäuer und Nicht-Allgäuer von hier aus in die Welt und wieder zurück. Im letzten Jahr konnte Geschäftsführer Ralf Schmid sogar einen Rekord von 997.000 Fluggästen vermelden. Auf die magische 1 Million muss er zwar noch warten, als man vor 10 Jahren hier mit dem Passagierflughafen angefangen hat, wurde von diesen Zahlen aber nur geträumt. Angefangen mit dem Flugbetrieb hat man hier am ehemaligen Militärflughafen 2007.
Doch wirklich begonnen hat alles schon früher. Eigentlich ging es ja schon 5 Jahre vorher los mit der Vision und die Ideen hier der Unternehmer, die sich damals gesagt haben, was machen wir denn mit dem Gelände? Diese Ideen sozusagen in der Gründung der damaligen Airplus Park Allgäu, das war eigentlich der Grundstein und die luftrechtliche Genehmigung, der Antrag 2002. So ging es los und 5 Jahre später dann, Gott sei Dank, dann, nachdem wir auch die ersten Gerichtsverfahren gewonnen hatten, dann der erste Linienflieger, das war dann schon erhebend hier, einen richtig großen Flieger erstmalig starten und landen zu sehen. Nicht bloß für uns, sondern auch für die Nachbarn, für die ganze Region. Die ganze Region, die war von Anfang an Teil dieses Konzeptes. Nicht nur das Unterallgäu, sondern alle Landkreise und kreisfreien Städte haben sich am Airport mehr oder weniger direkt beteiligt. Eine Art politischer Ziehvater des Allgäu Airports war Gebhard Kaiser. Ihn treffen wir in seinem Büro des Zweckverbandes für Abfallwirtschaft in Kempten. Dort ist Kaiser mittlerweile Verbandsvorsitzender. Der ehemalige Oberallgäuer Landrat hat damals aber einen großen Teil zum Airport beigetragen. Ja, am Anfang waren wir zunächst geschockt, dass die Bundeswehr weggeht. Und dann haben sich ja Unternehmer zusammengerauft und das Flugareal gekauft. Und für uns als Allgäu GmbH, ich war ja damals Vorsitzender der Allgäu GmbH, war es auch klar, dass wir den Flughafen mit unterstützen. Und wir haben uns dann ja auch über die ARI finanziell beteiligt. Und das nicht zu knapp. Ohne finanzielle Beteiligung wäre die Lebensdauer des Regionalflughafens wohl sehr kurz gewesen. Angefangen hat alles eben 2002. 8 große Allgäu-Unternehmen gründen die Allgäu Airport GmbH und Co. KG. Deren Geschäftsführer ist seitdem Ralf Schmid. In den ersten 6 Jahren macht der Allgäu Airport insgesamt 8 Millionen Euro Verlust. Dazu kommen noch Kredite in Höhe von rund 11 Millionen Euro. 2008 mussten die Gesellschafter erneut Geld zuschießen. Das größte Unternehmen dieser Gesellschaft war jedoch die sogenannte ARI, also Allgäuer Regional- und Investitionsgesellschaft MBH. Bestehend aus den Städten Memmingen, Kempten, Kaufbeuren sowie den Landkreisen Oberallgäu und Ostallgäu. Insgesamt dann 1,6 Millionen aufgebracht haben, um ein Zeichen zu setzen, dass auch die Kommunalpolitik hinter diesem Flughafen steht. Und wir waren ja mit anderen dann auch mit den Abgeordneten dabei, auch dafür zu sorgen, dass es auch die notwendigen Zuschüsse zur Erstförderung gegeben hat. Zusammen mit den Erstförderungsgeldern vom Freistaat wurden bis 2009 dann insgesamt 22 Millionen Euro in den Airport gesteckt. Doch die Zahlen wurden nicht besser. 2010 ein erneuter Rückschlag, die innerdeutschen Flüge werden gestrichen, bis 2015 steigt der Schuldenstand auf über 25 Millionen Euro. Die Frage aus der Bevölkerung war: Wer sollte es bezahlen? Und diese Sorgen waren zwar verständlich, aber man konnte sie auch entkräften. Und es hat natürlich auch in diesen 10 Jahren dann Höhen und Tiefen gegeben. Aber wie viel Geld soll noch in den Flughafen gesteckt werden? Wie will Kaiser den Allgäu Airport entschulden? Wie steht es um die Umwelt? Und gibt es in absehbarer Zukunft wieder innerdeutsche Flüge vom Memminger Berg aus? Alle Antworten plus die ganze Geschichte zu den Höhen und Tiefen des Allgäu Airports gibt es ab heute Abend in einer neuen Ausgabe unseres Magazins aus dem Unterallgäu und Memmingen. Genau, ab heute zum ersten Mal um 19.45 Uhr, 20.45 Uhr und um 22.30 Uhr. Die Sendung wird dann eine Woche lang in unserem Programm regelmäßig wiederholt. Bei uns geht's gleich weiter und es geht um den schönen Allgäuer Dialekt. Denn wir wären ja nicht Allgäu TV, wenn wir den nicht in unserem Programm berücksichtigen würden. Und das tun wir in Form unseres Dialekträtsels. Wie genau das funktioniert, zeigen wir Ihnen gleich. Bleiben Sie also unbedingt dran. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Unsere Energie bringt vieles in Bewegung. CO2-neutral und nachhaltig. Wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner für Heizöl, Pellets, Erdgas, Strom, Kraft- und Schmierstoffe. Wenn es um Energie geht, bringen wir Licht ins Dunkel. Fragen Sie uns. Kessler. Energie für das Allgäu.
Jetzt neu in Ihrer Apotheke. Mascara Med. Mascara Med ist ein Mascara mit pharmazeutischen Inhaltsstoffen. Tönt intensiv schwarz und nachhaltig dunkler. Stärkere, längere und gepflegtere Wimpern bereits nach 2 Wochen. Klinisch bestätigt. Auch ungeschminkt sind meine Wimpern nun dunkler und länger. Mascara Med. Ein Mascara, der mehr kann. So viel Allgäu gab's im Netz noch nie. Allgäu.live. Schön, schräg, steil. Exklusive Nachrichten, Reportagen und packende Porträts. Ganz ohne Vertragsbindung. Jetzt kostenlos testen. www.allgäu.live. Ich bin Nele, bin 14 Jahre alt und ich habe nur ein halbes Herz. Ja, also ich hätte gern ein normales Leben. Vielleicht auch ein Herz, was ganz ist. Weil ja, es sind halt noch so viele Sachen, die ich machen kann. Auf der Freilichtbühne Altusried werden die Degen gekreuzt. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Intrigen, Liebe, Gefahr, Verrat und bedingungsloser Treue im Erfolgsmusical Die drei Musketiere. Ein mitreißendes Spektakel mit namhaften Musicaldarstellern und Live-Orchester, kombiniert mit der einzigartigen Kulisse und dem Herzblut der Altusrieder Freilichtspieler. Wie kommt man möglichst umweltfreundlich von A nach B? Antworten darauf gibt es bei den Allgäuer Mobilitätstagen am 17. und 18. Juni im Forum Mindelheim. Elektroautos, E-Bikes, leichtere und schnellere Fahrräder, attraktive ÖPNV-Angebote, Carsharing. Die neue Infoplattform bietet mit zahlreichen Ausstellern und Fachvorträgen alles, was heute aktuell ist. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter mobilitätstage.de. Was ist denn für Sie typisch Allgäu, liebe Zuschauer? Also für mich ganz klar unsere Berge, allgemein die schöne Natur und gutes Essen. Ich sag nur Kässpatzen. Und eins ist noch ganz wichtig, der Dialekt. Der ist ja etwas ganz Besonderes, allein schon deswegen, weil er sich alle paar Kilometer ändert. In Oberstdorf spricht man eben anders als in Memmingen und in Kaufbeuren anders als in Lindenberg oder Mindelheim. Und genau das haben wir zum Anlass für unser Dialekträtsel genommen. Wir haben Passanten auf der Straße nach ihren Lieblingsdialektworten gefragt und deren Bedeutung wiederum an einem ganz anderen Ort im Allgäu abgefragt. Hier also eine neue Folge unseres Dialekträtsels. Was ist ein Kitterfiedler? Kitterfiedler. Ich habe das schon mal gehört, aber ich kenne ihn. Ah, komme jetzt nicht drauf. Ein Musikinstrument? Ja gut, nee. Keine Ahnung. Füße, Kinderfüße. Kitterfiedler, Katzen füttern. Kindergeige, irgendein Kinderinstrument wahrscheinlich, irgendwie sowas. Ein Fiedler ist auf jeden Fall der Arsch. Ein Fiedler ist der Hintern. Und Kitter ist vielleicht ein kleines. Nee. Kinderhintern. Ja, ein Kinderpo. Kitterfiedler. Herrgott, lache. Ein Kitterfiedler ist das, was ich bin. Weil man die ganze Zeit lacht und nicht aufhören kann. So Schnattergeist, also so Kicherfiedler, also der Mädel, wo viel lachen. Ein Kitter, ein Fell, die dauernd lacht. Also Kitterfiedler, das sind Kinder, die ständig kichern und lachen und sich nimmer einkriegen. Bald gibt's natürlich wieder eine neue Folge unseres Dialekträtsels. Das Allgäu hat schließlich noch viele tolle Dialektwörter zu bieten. So, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder zu den Allgäu-TV-Nachrichten einschalten. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Abend. Pfiat's euch und für Gott.